Wisst ihr eigentlich, dass Kaffee eine richtige Wissenschaft ist? Kaffee kochen, Kaffee brühen, aber schon das Mahlen. Und darüber will ich heute ein bisschen was erfahren. Dominik, grüß dich erstmal. Hi. Moin, Boris. Ich habe das letzte Mal gelernt, Kaffee brühen ist eine Wissenschaft für sich. Ja. Jetzt sagst du, Kaffee mahlen auch. Ich meine, dafür muss ich auch einen Universitätsabschluss machen, oder wie? Gibt es sogar eine Uni dafür? Ja, oder? In Berlin gibt es das. Echt? Ja. Aber sag mal, eine richtig gute, ein richtig gutes Kaffeemahlwerk muss man auch haben. Ja. Ja, also wenn man eine Siebträgermaschine hat, auch selbst wenn man eine Handaufbrühung macht, sollte man sich ein vernünftiges Mahlwerk zulegen, damit die Extraktion einfach gut ist. Aber was ist denn das Besondere daran? Genau, das Besondere ist, viele denken sich natürlich, warum soll ich eine Mühle für 400 oder für 3200 kaufen? Wie viel? 3200 Euro. Die muss man aber auch dann ganz vorsichtig anfassen. Ja, ja, ganz vorsichtig. Ja. Also die unterscheiden sich dadurch einmal von den Mahlwerkgrößen. Das sind zum Beispiel alles drei Scheibensysteme. Es sind zwei Scheiben, die übereinander sitzen und sich drehen und das mahlen. Und bei der Maschine sind etwas kleinere von denen drin und bei dieser großen sind zum Beispiel solche großen drin. Dadurch kannst du noch gleichmäßiger mahlen. Und ein gleichmäßiges Ergebnis ist ein gleichmäßiges Wasser, was durchlaufen kann. Also gleichmäßig heißt gleichmäßige Größe, gleichmäßige Körnung. Und dann dürfen die wahrscheinlich auch nicht zu heiß werden, oder? Ja, deswegen gibt es auch noch Unterschiede. Zum Beispiel ein Scheimmahlwerk erhitzt das Mahlgut sehr, sehr doll. Es gibt auch Kegelmahlwerke, so wie Pfeffermühle, Salzmühle drin. Ja. Die machen das nicht so heiß. Dafür drehen sie ein bisschen langsamer. Also beide haben Vor- und Nachteile, aber beide sind sehr, sehr gut. Würdest du denn sagen, ich schmecke den Unterschied? Ja, definitiv. Ja? Ob jetzt irgendwie so mit einer einfachen Maschine oder mit einem richtig guten Mahlwerk gearbeitet. Aber mach doch mal. Ich will da mal auch den Duft jetzt noch mal hier reinziehen. Mir. Also gut, das ist die Scheibe. Genau, Scheiben einmal weg. Gerät schalten wir einmal ein. Und bei der hat man auch die Besonderheit, es ist stufenlos einstellbar. Man hat kein Klicken, kein Raster. Also ich kann wirklich zwischen den Millimetern drehen und gucken, was ich mache. Also wenn ich jetzt eine Espressomaschine habe, stelle ich ja extra ein. Wenn ich Handaufguss habe, beziehungsweise wenn ich auch French Press habe, mache ich alles unterschiedlich. Ne? Genau. Alles, das kann ich hier mitmachen. Das kann man hier mitmachen und umstellen. Ja. Genau, zum Beispiel jetzt würde ich erstmal gucken, was die Mahlgrad schon gegeben ist. Also, hier siehst du schon, es ist ziemlich fein. Es ist ganz fein. Ja, und das würde die Siebträgermaschine schon nicht mehr durchschaffen mit dem Druck. Genau. Jetzt wofür würde ich jetzt das ganz Feine machen? Das ganz, ganz Feine brauchst du für türkischen Mokka ungefähr, aber sonst nichts. Alles klar. Okay, den ich dann auch in der Tasse lasse oder im Glas. Ja, genau. Wir gehen jetzt noch ein bisschen gröber. Man muss immer so 1-2 Sekunden warten, bis das richtige Mahlergebnis ankommt, weil man hat immer noch ein bisschen altes Mahlergebnis hier drin. Und das muss erstmal vorne ankommen. Deswegen nicht gleich eine Sekunde gucken, okay, Mahlgrad stimmt nicht, weitermachen, sondern 2-3 Sekunden warten. Aber es muss ja alles passen, ne? Ich muss den richtig guten Kaffee haben, hier beispielsweise Elbgold, Classico. Also wichtig, eine Espressobohne, keine Kaffeebohne, die werden anders geröstet. Ja. Und bei Kaffee wird das einfach nur so durchlaufen durch den Siebträger, weil es einfach nicht diese Öle und so hat. Deswegen immer eine Espressobohne bitte benutzen. Immer eine Espressobohne und hier, alles klar, verstehe ich, muss richtig gutes Mahlwerk sein, damit es einheitlich ist. Brauche ich eine richtig gute Maschine. Die ist ja, die wiegt ja auch richtig was. Ja, ist gegossen. Ist wirklich ein richtig stabiles Ding. Aluguss, damit die Wärme schnell aufgenommen wird und schnell weitergegeben wird, wie bei Töpfen. Ja. Und dann muss ich es auch relativ schnell verarbeiten. Ja, also es sollte jetzt nicht, wenn ich es gemahlen habe, 3 Minuten warten, sondern es wird trocken. Also gleich anstampfen, gleich in einen Siebträger rein, andrücken und unter die Maschine klemmen und go. Mhm. Und den extra oder eben, was ich immer mache. Nicht? Also auch, wie gesagt, French Press kann ich ja auch machen, sagst du. Und also das wäre jetzt zum Beispiel Espresso-Mehl. Das wäre Espresso. Mach mal so einen groben, bitte. Genau, jetzt zum Beispiel jetzt bei French Press. Und würdest du sagen, dass das Wasser auch was ausmacht? Ja, definitiv. Ja. Das ist jetzt... Genau, das ist jetzt schon für French Press langsam. Du siehst auch schon so weiße Partikel von der Innenbohne. Ja. Die wird dann halt nicht so klein vermahlt und daran kann man sich schon ein bisschen orientieren. Aber um den perfekten Mahlgrad rauszufinden, musst du Try and Error mahlen, ausprobieren, extrahieren. Es ist echt eine Wissenschaft für sich, ne? Aber dafür helfen wir auch. Wenn es Probleme gibt, komm vorbei. Komm auch gerne mit deiner Mühle vorbei. Wir können sie schon mal vorab ein bisschen einstellen.
Man müsste sich da, glaube ich, wirklich mal durchschmecken. Nicht? Also einmal von Kaffeemehl von so einer Maschine und dann, was hast du dann, was gibt es sonst? Also ich meine, es gibt ja auch ganz konventionell irgendwie so ein Hand, eine Hand, ja. Wir haben ja auch Handmühlen. Also gerade, wenn man sich entschleunigen im Tag möchte. Andersrum. Da ist jetzt ein Keramikmahlwerk drin. Und kann ich das da auch einstellen? Wie? Ja, du kannst das Ganze unten abnehmen. Dreh hier das untere Teil einmal ab. Ja, okay. Aber ich glaube, und dann, der ist jetzt natürlich ganz grob. Ja, der ist jetzt sehr, sehr grob eingestellt. Aber gut, da kann man sich natürlich schon vorstellen, dass das Ergebnis hier ein anderes ist. Ja. Hat zwar auch wieder was Meditatives, aber klar, das ist eine ganz andere Geschichte. Genau, aber es gibt eine Handmühle von der Firma Kommandante, die liegt bei knapp über 200 Euro. Die kommt an den elektrischen sehr, sehr, sehr nah ran. Also. Und sowas liegt dann wo? Also die Silencio von Eureka liegt bei 399 Euro. Aber hält auch ein Leben lang. Ja, also nach 20 Jahren muss man mal die Mahlscheiben erneuern, weil die dann einfach stumpf werden, liegen bei 50 Euro. Wie gesagt, bei 250 Kilo Kaffee, das dauert schon, bis man die durch hat. Und sonst sind die wartungsfrei, die Geräte. Also wer richtig guten Kaffee haben will, der sollte sich von vorne bis hinten, also vom Kaffee, über das Mahlwerk. Über die Maschine. Über die Maschine oder über die Zubereitung. Klar, Maschine. Und das richtige Wasser. Ja. Und natürlich auch die richtige Temperatur. Genau. Du darfst ihn ja auch nicht so lange stehen lassen. Nee. Und ich höre dann ganz viele, die sagen, niemals mit Milch. Immer pur. Ja, also, wie ist es bei dir? Ich trinke gerne einen Cappuccino. Ja. Also nicht Milchkaffee, aber Cappuccino, weil man den Kaffee gut rausschmeckt. Oder auch mal einen kleinen Espresso mit einem ganz kleinen Schuss Milch. Und jetzt trinken wir erstmal einen, oder? Ja, würde ich auch sagen. Jetzt habe ich Lust. Gibt's hier Kaffee? Gibt's hier Kaffee? Kaffee? Großartiger Kaffee. Ich würde fast sagen, sensationell. Das aber freut mich. Das merkt man wirklich, dass da richtig gutes Unterschied schon dabei sind. Sagt man Kaffeemehl oder Pulver? Wir nennen es Kaffeemehl. Kaffeemehl rauskommt. Ich glaube, die ist meine. Die ist deine? Ja. Machen wir. Ich stelle sie dir auch gerne vorher schon mal ein. Ja.